Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es nämlich um eine Mythic Plus Chest. Und ja, diesmal werde ich aber auch checken, ob ich die richtige Spezialisierung drin habe. Das letzte Mal hatte ich ja ein Heiler-Item rausgezogen, eine Schildhand, die ich definitiv nicht gebraucht habe, mich arg geärgert habe. Wer das nicht mitgekriegt hatte, ich habe, wo haben wir sie denn? Hier das Teil. Eine 440er Schildhand rausbekommen aus der Weekly Chest. Sehr, sehr ärgerlich an der Stelle. Und ja, ich hoffe, dass ich dieses Mal was Besseres rausbekomme. Und zwar würde ich noch einen Ring brauchen. Und letzte Woche bin ich einen 16er Key gelaufen. Heißt, ich müsste auch einiges an Titanresidium rausbekommen. Und da würde ich mal sagen, schauen wir gleich mal rein. Ja, weiß ich nicht. Also ein Ring wäre cool oder ein Trinket, das aus Freehold wäre ganz nice. Und was kriege ich raus? Ich habe eine Hose rausgekriegt. 440. Die soll aber... Warte mal, warum ist die kriegsgeschmiedet? Ich bin gerade im Überlegen. Eigentlich ist 440, glaube ich, das normale Item-Level, ne? Ich habe natürlich die gecraftete an, die 440 plus Sockel ist und meine Bistats drauf hat, zumindest die defensiven. Heißt, die ist leider kein Upgrade, die Hose. Schade an der Stelle. Aber ich habe einen Haufen Titanresidium bekommen. 24.000 knapp. Damit lässt sich schon was anfangen. Heißt, wenn ich nächste Woche bzw. die Woche nochmal einen Key in der Höhe laufe, dann kann ich mir auch schon wieder einen Teil kaufen, quasi von den Azerit-Teilen. Und dementsprechend, ja, wenn ich ein bisschen Glück habe, kriege ich dann mal vielleicht ein bisschen Besseres raus, weil das letzte Mal war das jetzt nicht so ideal von den Stats her. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch die PvP-Kiste auf. Vielleicht ist da irgendwas Tolles drin. Ich bezweifle es zwar, weil ich immer noch nicht dazu gekommen bin, Rating zu spielen. Aber vielleicht rollt hier irgendwas richtig, richtig krass hoch. Gucken wir mal an der Stelle. Und, oh, da habe ich auch eine Hose gekriegt. 415 mit Sockel. Auch die ist leider nicht so gut, aber wieder eins von diesen Sammel-Items. Da brauche ich ja bloß 15 Stück. Wie gesagt, da muss ich vielleicht dann mal das Rating ein bisschen hochspielen, um, ja, ein besseres Item rauszuziehen, beziehungsweise mehr von diesen Abzeichen. Gut, das war's auch schon wieder. Leider diesmal nicht mit Glück gesegnet. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr was Besseres rauszieht, beziehungsweise wenn ihr schon geöffnet habt, schreibt mir gerne mal, was ihr bekommen habt. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.